Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, nachdem jetzt Weihnachten vorbei ist, gucken wir Richtung Sommer, selbstverständlich nicht mehr lange, nur noch hier gefühlt in Deutschland 10 Monate, bis wieder Sommer ist, haben wir uns ein neues Playmobil-Set besorgt, und zwar aus der Playmobil Family Fun Welt. Ist das der Surfer mit Strandbuggy? Ja, das ist der Surfer mit Strandbuggy. Und der hat natürlich auch ein Surfbrett. Strandbuggy ist auch da, so in grün-blau. Ist ab 6 Jahren geeignet, und das ist relativ ungewöhnlich für ein Playmobil-Set. Normalerweise sind die doch ab 4 geeignet. Naja, das ab 6 bis 12 Jahre, aber darüber hinaus auf jeden Fall auch. Und das hat die Playmobil-Nummer 6982. Sehe ich schon, das wäre was für den Julian Vogel. Die Familie Vogel kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Das ist hier unsere Kinderserie. Und die ist echt cool. Schaut auf jeden Fall auch mal rein. So, aber heute der Strandbuggy mit Surfer oder Surfer mit Strandbuggy. Wie gesagt, in grün-blau. Ja. Hier das Surfbrett in orange und rot. Hat leichte Flammenoptik irgendwie. Hier unser Surfer mit einer coolen Frisur. Ich würde sagen, wir machen das Ding doch da mal direkt auf, und wir werden das selbstverständlich, weil viel gibt es hier wahrscheinlich nicht zusammenzubauen, deswegen werden wir auch heute direkt das Set hier zusammenbauen und zeigen. Hier der Strandbuggy oder die Karosserie. Hier kann sich unser Surfer auch reinsetzen. Sehr cool. Hier ein kleines Heftchen. Dann haben wir hier einen Sticker. Oh, okay. Sticker. Mit Stickern habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Ah, wobei, ich glaube, ich weiß auch schon, wo die hinkommen, Leute. Ja. Oh, das sind diesmal aber ganz, ganz kleine Sticker. Wahrscheinlich einmal hier hin. Das ist aber mega schwer jetzt. So, einmal da. Dann haben wir hier noch das andere. Das kommt auch noch hier. Oh, ja. Also was das angeht, bin ich nicht so viel geworden. Also, mein Fingerspitzengefühl ist da nicht so gut. So, dann kommt das Gitter hier vor. Okay, alles klar. So, dann schauen wir uns mal die Tüte an. Es gibt nur eine Tüte, Leute. Mit den Reifen. Die sind relativ elastisch. Doch, auf jeden Fall. Sind nicht so hart. Müssten wir 4 eigentlich von haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, das hier sind so die Felgen, glaube ich. Und das kommt hier in die Felge, glaube ich, rein. Ja, müssen wir mal gleich schauen. Dann haben wir hier das Surfbrett. Und das interessiert uns doch mit dem Strandbuggy am meisten. So, das müsste jetzt hier reinkommen. So, und hier ist unser Surfer, Leute. Und so stehen die Playmobil-Figuren hier. Auf den Surfbrettern oder auch auf dem Skateboard. Das ist jetzt ein Surfbrett. Der sieht doch echt cool aus, muss ich sagen. Eine rote Badehose, dann so ein Surf-T-Shirt oder Muskelshirt. Hier. Surfbrett, sehr, sehr cool. Kann auch hier stehen bleiben. Gefällt uns wirklich sehr, Leute. Dann haben wir hier noch so ein paar Teile. Ich glaube, die können hier hinten dran. Das kann, glaube ich, hier dran. Ne? Okay. Das kann... Ist das der Motor? Ich glaube schon, aber ist das denn richtig rum? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Deswegen nehmen wir das vielleicht noch mal raus. So, das kommt hier rein, oder? So. Nein, hier ist doch der Auspuff. Das heißt... Ah, ja. So. Alles klar. Das hätten wir dann. Das ist der Motor vom Strandbuggy. Habt ihr vielleicht schon mal im Urlaub oder so gesehen? Und dann jetzt hier nochmal die Dinger dran. Also die Reifen. Als erstes haben wir mal das Ding dran. Oder die Dinger hier. Das sind vielleicht die Bremsscheiben oder so. Können ja sein. Dann kommen diese Dinger hier dran noch. Ja, und ihr kennt meine Spezialität hier mit Reifen. Da habe ich oft Probleme. Ganz, ganz oft. So. Und diesmal scheint es zu klappen. Ja. Das ist Nummer 1. Jetzt machen wir das mal ganz, ganz schnell. Ihr habt es gesehen, Leute, ich hatte wieder meine Probleme. Aber jetzt ist der Strandbuggy hier fertig und der Surfer auch. Und wir gucken natürlich, ob der Surfer denn hier auch reinpasst. Aber das müsste eigentlich ohne Probleme gehen. Ja, das sieht doch gut aus. Schaut euch das mal an. Hier, der Surfer. Können wir das denn hier irgendwo reinpacken, das Surfbrett vielleicht? Normalerweise muss man das doch hier... Ja,
Das sieht doch cool aus, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Also mir gefällt der Strandbuggy hier sehr gut. Und der Surfer selbstverständlich auch. Das können wir nicht aufziehen oder so, aber wir können auf jeden Fall damit fahren, wie wir wollen. Sehr, sehr cool. Ja, mal schauen, ob sich der Julian hier mal reinsetzen wird, wie ich ihn kenne. Wahrscheinlich, ja. Leute, was sagt ihr? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und wenn euch das Video nicht gefällt, gerne auch einen Daumen nach unten. Gar kein Problem, Leute. Eure Meinung zählt. Und am besten wäre es natürlich noch, wenn ihr hier kostenlos abonniert. Ne? Das wäre am besten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr wisst ja, wir machen ganz, ganz fleißig viele Videos. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Ja, manche nervt es. Aber gut, ihr wollt halt Spielzeuge sehen. Und wir geben euch Spielzeuge. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!